Es ist unglaublich, dass es da so steht, aber es steht da so. Wir haben uns das erkämpft, verdammt nochmal. Keine Werbemaßnahmen. Sebastian Marzen, schön, dass du hier bist bei WikiTweaks vom Diffus Magazin. Ich erkläre dir mal kurz, wie das Game funktioniert. Du hast da einen schönen Buzzer. Ich habe hier eine etwas getweakte Wikipedia-Biografie, die ich dir gleich vorlesen werde. Und wenn dir was Spanisch vorkommt, haust du einfach auf den Buzzer und dann klären wir das. Alles klar, ich bin gespannt. Marzen, Klammer auf, Band, Klammer zu. Richtig. Soweit richtig. Marzen ist eine Indie-Rock-Band aus Prisek, einem Ortsteil von Klenze im Wendland. Drei der fünf Gründungsmitglieder sind Brüder, so ist deren Familienname Name ihrer Band geworden. Marzen. Ist noch richtig, ne? Ja, absolut. Also, perfekt. Ja. Teile der Familie zählen zu den Aktivistinnen und Aktivisten der Republik Freies Wendland, die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung entstanden ist. Es ist nicht offiziell, aber es stimmt natürlich. Das meine ist Eltern sind Hippies, die haben Vollgas gegeben. Wir haben natürlich viel demonstriert und so, aber ist nicht offiziell. Verbuchen wir als Scoop, dass wir das jetzt hier haben. Die Brüder Marzen begannen schon frühzeitig Musik zu spielen. Sebastian Marzen erzählte 2005 in einem Interview mit dem Visions Magazin, es gibt ein Foto von uns Brüdern, wo wir als Kinder mit Bandmittenschlägern als Gitarren vor dem Schrank rocken. Stimmt nicht, waren Töpfe waren es. Wir haben Vamos a la Playa gespielt, das war der erste Song. Also keine Schläger, auch definitiv nicht. Sehr geiler Start auch. Ja. Vamos a la Playa sowieso, crazy ja. Song. Mitte der 90er Jahre traten sie erstmals unter dem Namen Ganz Okay auf. Ende der 90er Jahre gründeten sie gleich. Das war unsere erste Punkband, die hieß Ganz Klar. Auch nicht cooler, also Ganz Okay wäre eigentlich wahrscheinlich besser gewesen. Ich fand beide eigentlich ganz geil, aber stimmt natürlich, da habe ich ein bisschen rumgetweakt. Ende der 90er Jahre gründeten sie gleich zwei Bands, Alice Gunn und Hörsturz. Während die eine mehr in Richtung Hardrock tendierte, experimentierte die andere mit Hip-Hop-Crossover-Elementen. Ja, ich weiß nicht, Hardrock, steht da Hardrock? Nee, ne? Da steht tatsächlich Hardrock, ja. Das ist, Hardrock sind ja Scorpions, also sowas haben wir nicht gemacht. Wir haben eher so Grunge gemacht, aber gut, muss ausgebessert werden. Wie viele Protagonisten des Genres blicken die ehemaligen Hörsturzmusiker mit gemischten Gefühlen auf diese Zeiten. Johannes Marzen sagte dem Intro-Magazin 2011, vieles von diesem deutschen Crossover-Zeug ist nicht wirklich gut gealtert. Finde ich, stimmt, aber... Steht das da? Nee. Okay. Müsstest du buzzern. Mit dem Wunsch, sich musikalisch als auch textlich weiterzuentwickeln, benannte sich die Band 2004 in Marzen um. Für den Namen entschied man sich nach einer längeren Diskussion, bei der ein gutes Dutzend Bandnamen abgewogen wurden. Ich glaube nicht, dass der Name Maurer zur Verfügung stand, ernsthaft, von unserem Bassisten zum Beispiel. Nee, so war das, glaube ich, nicht. Ja, das stimmt. Das haben wir uns erdacht. Nachdem die Band bis Ende 2004 nur vor kleinem Publikum gespielt hatte, erhielt sie nun, auch durch entsprechende Werbemaßnahmen von Universal, die Möglichkeit, auch auf großen Bühnen und bei allen großen Freiluftmusikfestivals in Deutschland zu spielen. Verbunden mit Promotion-Auftritten bei MTV und verschiedenen Radiostationen. Es ist unglaublich, dass es da so steht, aber es steht da so. Ich finde es richtig kacke. Kann man gerne mal ändern. Wir haben uns das erkämpft, verdammt nochmal. Keine Werbemaßnahmen. Das habe ich auch gedacht. Was für ein undankbarer Kacksatz. Also ja. Ich meine, Song kam raus, wurde ein Hit und hier steht so, naja, die Werbung von Universal hat gefruchtet. Ne? So waren sie 2005 auf Tour und spielten unter anderem auf den Festivals Rock im Park, Rock am Ring, auf dem Highfield Festival sowie auf dem Hurricane Festival und dessen Schwesterfestival Southside. Außerdem als Vorband bei Avril Lavigne. Ja, stimmt. Deswegen habe ich diesen Part reingenommen. Was kannst du brühwarm vom Avril Lavigne Konzert erzählen? Wie war es? Es war skurril. Die war ehrlich gesagt auch nicht so cool. Also die hatte immer so einen Bodyguard bei sich, so einen Schrank. Der hat uns immer so zur Seite geschubst, wenn sie den Gang irgendwie lang kam. Und dann hat sie wirklich so sich die Haare gebürstet. Hat sich einfach auch überhaupt nicht für uns interessiert. Und seitdem dachten wir, wenn wir mal Supportbands mitnehmen, dann machen wir das auf jeden Fall anders. Dann sind wir dankbar und freuen uns. Das ist eine gute Lehre daraus. 2020 erschien das deutlich punklastigere Album Na gut, dann nicht. Inspiriert war dieses Album von der Punk-Sozialisation der Marzen-Mitglieder. Sebastian Marzen dazu. 1992 haben wir die ersten Tapes irgendwelcher Punk-Bands gehabt. Da waren natürlich auch die Großen wie die Ärzte und die Hosen dabei. Aber auch ganz viele andere Sachen. Toxoplasma, Schleimkeim, Blumen am Arsch der Hölle, Dödelhaie, Pestpocken, Rasterknast, Daily Terror oder Hass. Es ist wirklich Musik in meinen Ohren, diese Bandnamen. Aber Dödelhaie waren zum Beispiel nicht dabei. Das stimmt. Aber du hattest Toxoplasma und Schleimkeim tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja, an die kann ich mich auch gut erinnern. Perfekt. Und wir hatten auch noch, das ist in dem Zitat noch drin, die Schlachtrufe BRD-Sampler. Kannst du dich an die noch erinnern? Absolut, na klar. Große Sampler. Definitiv. Marzen engagieren sich gegen Rechtsradikalismus. Auch gegen den Transport hochradioaktiver Abfälle ins Zwischenlager im wendländischen Gorleben engagiert sich die Band. So spielte sie auf der Großdemonstration gegen den bevorstehenden Transport von 11 Castor-Behältern aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague
Prag am 8. November 2008 vor 16.000 Menschen. Stimmt alles, ne? Ja. Wie war der Gig? Super. Wir machen sowas extrem gerne. Rauf auf dem Hänger, rein in die Leute. Immer wieder gut. Wurdet ihr von der Bullerei weggeschubst? Nee, diesmal, oder leider nicht. Das wäre natürlich spektakulär gewesen. Aber es lief eigentlich alles immer sehr friedlich ab. Matzen sind seit 2017 Jubiläumsbotschafter der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Ja, ich glaube schon. Da steht ja zumindest so. Ja. Wir haben da gespielt auch. Das war sehr, sehr süß. Das war schön. Kannst du kurz erklären, was die machen? Die setzen sich für Menschen mit Behinderungen ein und arbeiten mit denen. Und wir haben dann auch vor behinderten Menschen gespielt. Und das war absolut rührend, weil es eben sehr, sehr offen war vom Publikum her. Sehr, sehr ehrliche, direkte Emotionen. Da wird nicht groß nachgedacht. Das wird alles gezeigt, wie es so in den Menschen steckt. Das war schön. Deswegen habe ich den Satz hier reingepackt. T.S. Uhlmann, Journalist und Sänger der Band Tomte, charakterisierte das erste Album als, Zitat, die beste Debüt-LP, seitdem ich über Musik schreibe. Mit ihrer Musik zwischen Punk und Rock, laut und leise, drängend und sehnsuchtsvoll, werden sie in vielen Popmusikmedien als neue Hoffnung für den deutschen Musikmarkt beschrieben. Erinnern manche gar an die jungen Tokotronic. Weiß ich nicht, ob es da so steht. Ich finde es schön. Steht da tatsächlich ja, so. Ja, toll. Ja, Riesenfan, Toko. Jetzt kommt der kleine Downer. Andere Kritiker bezeichnen die Musik aber auch als aus dem Rockbaukasten kommend und die Texte, die sich meist um die Probleme Jugendlicher und junger Erwachsener drehen, als, Zitat, Repertoire typischer Teenager-Sorgen und nicht konkret. Ja. Sebastian Marzen sagt selbst, Zitat, auf der alten CD waren die Texte noch nicht konkret formuliert, das habe ich auf Goodbye-Logik geändert. Ja, und seit Goodbye-Logik ist ja nichts passiert, deswegen muss das da genauso stehen bleiben. Genau. Das ist ein weiterer Absatz, wo ich denke, okay, da kann ich mir auch nichts Besseres ausdenken, als wenn sowas hier steht. Ja. Danke, Sebastian, das war's schon. Interessant. Das war eine gute Hitquote. Ja, danke, hat Spaß gemacht.